Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück. Ich habe mal den Part im Büro übersprungen, damit wir uns direkt hier in das Schloss Saint-Denis-Saint-Le-Rue-Meleureux stürzen können. Und das steht in Frankreich, da bin ich mir ziemlich sicher, denn bis jetzt waren wir immer nur in Frankreich unterwegs. Wir müssen einiges machen hier am Schloss, vor allen Dingen Müll aufräumen, Graffitis wegmachen, Sachen reparieren und alte Balken entfernen. Und ich werde mal ganz kurz meine Maus wieder ein bisschen... Ja, so geht das, oder? Steinding hier, das nehmen wir mal mit hier, wenn das schon hier so einfach nur rumliegt. Kleine Kupidos liegen hier übrigens auch rum. Wie zerstören? Das... Wir sollen die Brücke zerstören? Warum? Okay, keine Ahnung. Ich putze erstmal hier die... Die Löwenstatuen, das machen wir mal als erstes. Machen wir hier, putzen wir dem Löwen mal eben schnell hier. Rubbeln wir immer schön den Rücken. So. Die sollen immerhin schön gemacht werden. Und ja, war es das schon? Nee. Warum kann ich jetzt den Löwen nicht weiter verlövizieren? Oder wird der einfach nur mit dem Lappen abgeputzt? Naja gut, wenn er nur geputzt wird, dann wird er nur geputzt. Ne, meine Güte. Vielleicht sollen wir da nicht zu viel dran machen. Keine Ahnung. Wir putzen ihn. So. Haben wir das auch? Warte mal, hier liegt noch Zeug rum. Noch mehr Kupidos. Kleine Trompeten-Kupidos. Wo sollen denn die Vasen hin? Wo soll das hin? Neue Säulen. Warum haben die nicht direkt da abgeladen? Warum muss man das dann... Also wirklich... Und warum muss jetzt genau die da drauf? Naja. Ah, und noch ein Pflänzchen, eine Agave. Und dann ist es nicht mehr die Agave. Oh Mann. Okay. Da will mich doch jemand durcheinander bringen. Das sehe ich doch jetzt schon. Da will mich doch jemand lunzen, will mich da jemand... So. Hallo? Okay, 15 Meter, hier das Ding. Steinovaso kommt da oben drauf. Ach, das ist jetzt die. Das ist wichtig, welche die richtige ist, oder was? Ach, naja, okay. Machen wir erstmal hier vorne die Säulen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum jetzt da... Da hätte ich doch auch eine andere Säule hinstellen können. Ich werde mich da irgendwie beim Chef beschweren müssen. Da. Was ist das für ein Vogel, der hier Geräusche macht? Das könnte alles sein. Vielleicht auch der Habichtsprinz. Oder der Sperling. Ich kenne ja auch so jetzt die Fauna nicht so in Frankreich. Ne? Da bin ich jetzt noch nicht so oft gewesen. So. Ey. So, setzen wir das hier oben mal ein. Ich weiß auch nicht. Ursprünglich war das so ein Spiel, wo ich dachte, ach komm, das probiere ich einmal aus und, ne? Aber irgendwie habe ich jetzt dann doch Bock, es noch fertig zu bringen. Weil wir natürlich jetzt dann noch später an die ganz großen Dinger wollen, ne? Wir wollen dran. Warum geht es nicht? Ah, ist ja wieder eine andere gewesen, oder was? Naja, fügen wir die erstmal hier ein. Alles wird gut. So. Die kommt dahin. Kommt da noch ein Blümchen rein? Naja, wir kriegen da schon alles irgendwie schön hier. Das sage ich euch. Wir müssen jetzt ziemlich viel Müll aufräumen. Bis jetzt habe ich aber noch nicht so viel Müll gesehen. Der wird wahrscheinlich irgendwo innerhalb des... Geländes sein oder so. Gucken wir mal. Upsala. Hups, hingefallen. Chef, wir brauchen Neues. Muss ich da unten rein oder was?
Schauen wir mal. Ja, wir müssen echt hier unten rein. So, dann axten wir das doch mal hier. Klar, stell dich ruhig da drunter und zerhack die Balken. Mhm. Ja, solange keiner drauf rumläuft, wird's gehen, denke ich mal. Guck mal hier, schön die Balken weg. Ich meine, arbeitssicherheitstechnisch finde ich das jetzt gerade nicht unbedingt gut, aber naja. Hier geht's nach oben. Ist da am Boot was machen, ne? Am Boot kann man nichts machen. Schaufel, Axt wieder wegpacken. Jetzt haben wir den Artikel offiziell genommen. Und fügen ihn hier ein. Okay, und das... Naja, gut. Ich meine, unser Wissen über Statik hat sich im Laufe der Jahrhunderte natürlich geändert. So, als nächstes sollen wir Müll sammeln im Wasser. Alter, guck mal, was hier an Müll liegt. Junge. Gut, dass ich so extrem gut tauchen kann. Alter, okay. Wow. Also da hätten wir doch vielleicht mal mit so einem Rechen durchgemusst oder so. Weglegen auf Maustaste, bitte. Leg doch den... Ich kann den Müllsack nicht mehr weglegen. Okay, ich habe den Müllsack weggelegt. Alte Pizza, ey, die ist doch noch gut. Also Feuchtigkeitsverlust kann die nicht haben. Wow. Alter. Das ist so die Freude am Menschsein, ne? Ich habe natürlich gerade eine Taucherausrüstung, falls jemand fragt, wie lange ich es schaffe, warum ich das, oder, ne, früher auch, Apnoe ist Bewerbungsvoraussetzung gewesen, ne? So, Kanal gereinigt. Weiß nicht genau, wozu wir das Boot brauchen, aber wahrscheinlich müssen wir da im Kanal noch mehr machen. Und noch mehr Müll sammeln. Naja, sagen wir es so, der Müll ist in einem Sack, das heißt, er ist schon mal... Er verschmutzt das Wasser ganz konzentriert und nicht mehr so... Wow, guck mal hier, ey, noch mehr. Was ist das da, ein Farbeimer? Naja, wir machen einfach mal Roleplay-mäßig so, dass wir sagen, der Müll wird dann später dort abgeholt. So. Ah, raus hier aus dem Teich. Raus hier aus dem Teich. So. Das da soll ich erneuern. Oder kann ich hier reingehen noch irgendwie? Ne, entferne Moos und Feuchtigkeit. Mal hier an der Tür. Mit einem Scratcher.
hier auch. Oh, guck mal, es ist auch jetzt ein bisschen schneller, ne? Oder? Ich weiß nicht, ob die das gepatcht haben. Ich habe das Gefühl, ich kann ein bisschen schneller Dinge auswählen. Ach, dafür brauche ich die Boote, ey. Der lässt mich nicht mal ins Schloss. Ich bin hier der Reinigungsdienst und der lässt mich nicht ins Schloss. Das ist schon frech. Naja. Okay, hier so ein bisschen sprühen. Ah, einfach ein bisschen neue Farbe drauf. Es geht schon. Ich dachte, es wäre ein bisschen mehr zu tun hier an dem Gerät, aber ist ja verhältnismäßig noch schnell machbar hier für unsere Skills, die wir ja mittlerweile hier erlernt haben in dem Game. Und wir sprühen hier auf 5 Meter. So, jetzt müssen wir nochmal nach da hinten. Ich weiß nicht, aber wir sind in alle Richtungen gleich langsam unterwegs, okay. Chronische Rückenschmerzen. Unangenehm. Freie Bewegung. So, runter vom Boot. Menü. Ah, hier mit der Spritze die Fugen spritzen. Sehr schön. So entfernt man heutzutage Risse. Da, 5 Meter wieder. So, mit der Fleckenbürste nochmal ran hier. So, hier nochmal. Oh Gott. Man darf nicht sagen, dass es ja auch verhältnismäßig schnell geht mit seinen Skills, weil sonst landet man nämlich in der Misere, dass man das hier komplett aufbauen muss. Ich schätze mal, wir müssen da ja auch... Ah, wir müssen auch noch die Engel erneuern. Okay. Ich habe das Gefühl, hier kommt noch mehr, deswegen baue ich jetzt erstmal hier das Gerüst auf. Hä? Was habe ich denn da gerade geklopft? Nein, wieso? Erstmal die Seite hier. Ich meine, warum sollte hier so viel Gerüst stehen, wenn da nicht noch mehr Aufträge dann kommen oder so? Wird wieder ein bisschen ASMR-Gerüstbau. Eigentlich ist es lauter, das weiß ich. Jetzt sind wir aber gleich hier an dem erneuerbaren Ding schon mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nur so ein paar Sachen sind. Also ich weiß nicht, ob da noch was dazukommt oder... Weil das ist ja so ein monströses Gerüst. Sieht ja hier nach Vollzeitrenovierung aus. So.
können wir aber hier oben schon mal ein bisschen abbürsten. Hey, bürsten, habe ich gesagt. Chef, ich habe aus Versehen die Bürste mit dem Hammer verwechselt und Löcher in die Wand geschlagen. Ich meine jetzt mal ernsthaft, Alter, so ein Riesengerüst für so ein paar Flecken. Das ist schon irgendwie komisch. Da hätte man auch effizienter arbeiten können. Nein, ich will einen Hammer. Wir machen das schon hier ordentlich. Wir machen das jetzt richtig schön ordentlich. Moment, der ist ja noch höher. Der ist ja noch höher und das steht da gar nicht. Oder? Finde ja doch die Symbole erneuern, Engel finden. Aber ich glaube, ein paar Sachen habe ich schon gefunden, ne? Aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen sehr viel Gerüst, wenn das jetzt nur noch die drei Aufträge da sind. Habe ich ja mehr Gerüst gebaut als renoviert. Wobei das manchmal natürlich auch der Fall ist. Ein Mensch muss natürlich auch irgendwie an seinen Arbeitsplatz kommen. Aber freischwebend am Kran wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen. Wahrscheinlich müssen die Cupidos hier oben hin. Oder die Symbole. So. Jetzt können wir aber mal da runter und einen Lappen holen hier. Zack, zack. Hoppala, hoppala. Wo wollen wir denn hin? Da wollen wir hin. Ach ja, meine Güte, da muss man halt ein Gerüst. Na, nicht mit dem Hammer. Nicht mit dem Hammer. Entferne Flecken. Da ist noch irgendwo ein Flecken. Da. Wird er hier von oben gebürstet. Oh, so. Ah, jetzt hier wieder. Wir machen Graffiti mit Graffiti weg. So nehme ich. Aha. Schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. So, entferne Moos und Feuchtigkeit. Denn die ist immer stark bereit. Hier ist noch irgendwas. Okay. So, Eisenflecken entfernen, ja. Ich sag ja, da ist noch irgendwas am Start da oben. Okay, hier. Schön mit der Bürste. So, finde die drei Engel und erneuere sie. Die haben wir ja schon gefunden. Dann brauchen wir nur hier zum Tisch gehen. Wir können eh alles mal eben erneuern, wo wir gerade sowieso mal hier sind, ne? Das kratzen wir mal frei hier vom schimmligen Schimmelmann. Okay, wunderbar. Da ist einer von den drei Engeln. Warum hat der da ein Loch im Kopf da oben? Boah, ey, warum ist es eigentlich so kalt hier? Oder liegt es an meiner Erkältung?
Ich schau mal eben. Boah, ne. Ist ein bisschen echt, ein bisschen zu kalt hier in diesem Raum. El Spachtolo spachtelt erstmal hier. Das ist ganz wichtig. Ja, das geht doch schnell. Ach so, ne. So nicht. So. So und so. Also mit den Knöpfen, das ist manchmal ein bisschen verwirrend für einen alten Mann wie mich. Ne? Da muss man ein bisschen Nachsicht haben. Ich kann da nicht... Ne? Ihr wisst doch, wie das ist. Im hohen Alter. Manche, die hier zusehen, die kennen sich da aus. Andere denken, wovon redet der? So. Haben wir. Ja klar. Und jetzt muss ich jedes Mal da hochrennen und die Dinger einzeln aufhängen, oder was? Das ist natürlich jetzt eine Hausnummer hier, ne? Kann man keinen Tisch da oben aufbauen? Das ist ja echt frech. Ey, come on, echt jetzt? Okay. Wir legen die erstmal dahin, die Sachen. Okay, Leute, wir müssen da echt hoch. Jedes Mal einzeln. Wo ist mein Engel jetzt? Der Engel... Oh Gott. Komm mit! Nein, nein, nein. Engel. Nein, Engel. Nein, Engel. Greife den Engel. Ja, hier klettere. Oh Mann. Muss man auch noch vorsichtig sein mit den Sachen. Das ist die Herausforderung hier, hä? So, au. Wir geben ihm immer so eine Sekunde zum Verschnaufen, dann geht's besser. So.
Dann wollen wir mal hier lang. Plapp! Oh, das Gerüst einfach abgerissen. So, guck mal, siehst du. Haben wir es doch fertig gekriegt. Oh, was ein schönes Schloss. Ja, genau. Zeig mir den Müllcontainer und die Dings. Schloss Le Merle von Saint-Saëns-le-Seuil. Und nur das ist der offizielle Name. So ist es eingetragen im Grundbuch. Ja, zeig mir nochmal den See. Ah. Oh, gucke da. Da sitzt sie rum und genießt und flaniert auf dem See. Sehr schön, Leute. Dann ab ins Büro. Da sind wir nämlich froh. Im Büro. So, da können wir. Im Büro wird man oft froh, weil da kann man nämlich eine Abrechnung schreiben. Und dann kommt der Money rein. Und der Money ist gut. Der Money wollen wir haben, Leute. So, oh, guck mal jetzt. Der Eiffelturm ist frei, Leute. Alles klar. Nächste Folge Eiffelturm. Dann Notre Dame. Und dann sind wir durch, oder was? Cool, geil. Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Bis dahin, auf Wiedersehen. Reingehauen. Und ciao. Mit Au.